Willkommen beim Whisky Nerd und heute kommt wieder eine neue Destillerie dazu. Und zwar sind wir in Wien. Ja, in Wien habe ich endlich einen Single Malt gefunden. Und das Ganze befindet sich im schönen dritten Bezirk am Rennweg. So, wir bieten hier mal Wien. Bekommt seinen Punkt. Und zwar beim Eingang des unteren Belvederes. Gleich daneben befindet sich das Salmbräu. Nennt sich hier Salmbrauerei und Brennerei. Und hier habe ich den Monastery Single Malt Cask Whisky Vienna's First. 1994 begann Salmbräu. Und zwar, die sind, wie schon der Name hier klingt, in ehemaligen Wirtschaftsteil des Klosters. Da drin befindet sich das Salmbräu. So 1717 herum, glaube ich, wurde das Kloster gegründet. Neben dem Belvedere, das ja dem Prinz Eugen gehörte. Und das habe ich hier durch Zufall gefunden. Beim Rumstöbern im Internet habe ich dann gefunden einen Single Malt aus Wien. Und diese Salmbräu ist so ähnlich, kann man sagen, ungefähr wie bei Old Reifen. Ein schöner Gasthof dabei, da kann man wirklich sehr gut essen. Es gibt Spare Whips, es gibt Brote, es gibt Salate, also wirklich alles, große Speisekarte. Sie produzieren auch 5 verschiedene Biersorten, die, was man sich bei einem kleinen Tasting-Set, das ist dann so ein Holzbrett mit 5 kleine Gläser, jeweils 0,1. Da kann man alle 5 Biere durchprobieren, kostet irgendwas um die 5 Euro, also nicht so schlimm. Und dann gibt es eben diesen Single Malt Whisky aus Österreich, nicht gefiltert und nicht gefärbt. Und hier sieht man wirklich, ich weiß nicht, ob die Kamera einfängt, sehr viel herumschwimmen, sehr schön. Also nicht kühl gefiltert. Abgefüllt mit 40% und hier habe ich mir noch ein paar Infos aufgeschrieben. Die kleine Flasche hier, 0,2, hat 29,90 gekostet. Dann habe ich schon weggeschaut, weil die anderen Preise waren schon ein bisschen heftig. Ich glaube, das nächste war eine 0,35er um 42. Und dann, glaube ich, war es ein halber Liter. In der Whisky Base steht zwar 0,7, aber ich glaube eher, das war eine halber Liter Flasche um 66 Euro. Begonnen haben sie also 2005 mit der Whisky-Produktion. Die Whiskys sind so zwischen 5-6 Jahre alt und lagern in französischen Barrique-Fässern. Auch hier jetzt, schauen wir mal, die Farbe. Ein schöner Messingstich, Kupferstich in dieses Kupfer. Leicht rötlich vielleicht. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Barrique-Fässer auch Rotwein enthalten haben. Frankreich, Barrique-Fass, könnte Rotwein oder Wein auf jeden Fall gewesen sein. Und dann probieren wir mal. Ja, die erste Nase sagt schon mal Wein. Auch sehr fruchtig. Also ich tippe schon mal, dass hier Wein dabei war. Ich habe ja schöne Beeren. Es ist eine sehr bärige Nase. Schöne Beeren, Brombeeren, Himbeeren, diese Richtung. Dann wird schön malzig, schöne malzige Süße, vielleicht auch ein bisschen Karamell, schöne Nase. Und endlich einmal ein Single Malt aus Wien, ich hätte ja schon fast die Suche aufgegeben. Und dann gibt es schon seit 2005 ein Whisky. Und ich habe es nicht gewusst, was für eine Schande, dass ich hier so lange gebraucht habe, den zu finden. Das sind doch 15 Jahre, dass ich nichts davon gehört habe. Was probieren wir mal? Schöner, angenehmer Antritt.
Ja. Schöne Weinaromen. Noch leicht fruchtig. Beeren da, aber jetzt kommt schon mehr das Malz. Schöne malzige Süße. Schönes Karamellbonbon würde ich hier dazugeben. Schönes Karamell, ja. Wein bleibt. Sehr schön. Der Wein kommt jetzt nochmal schön zurück. Karamellbonbon mit leichten Beerengeschmack in diese Richtung. Ganz leicht trocken oder ganz leicht. Nicht so schlimm. Die Nase ist sehr schön. Er bildet auch ein bisschen Lecks schon. Wenn man es hier so sieht. Jawohl. Schöne Schlieren im Glas. Angenehme Nase. Sehr fruchtig. Schöne Weinaromen. Sehr präsent, sehr fruchtig, bärig. Das ist schöne. Wollte noch dazu sagen, sie produzieren es, haben sie mir noch geschrieben. Sie nehmen dann das Malz von den dunklen Biersorten. Wo sie das dunkle Bier daraus auch machen, dieses Malz. Sehr schön. Sehr fruchtig. Malzig. Man spürt auch ein bisschen schon jetzt da. Ja. Abgang mittellang, würde ich sagen, so in diese Richtung. Man spürt jetzt noch ganz leicht den Wein. Ganz dezent, nicht mehr so schlimm. Bleibt aber frisch. Bisschen Honig kommt noch mit dazu. Sehr schön. Sie gewinnen, wenn man auf die Seite sieht, Salmbräu. Oft Gold-Silber mit diesem Whisky. Kann man verstehen. Ja, schön, also da haben sie wirklich sehr gute Weinfässer, schöne Barrique-Fässer aus Frankreich gekauft. Man hat wirklich sehr schöne Frucht. Aber nicht ganz so fruchtig, wie es jetzt in der Nase ist, aber doch schöner Wein, präsent, fruchtig, leicht Beeren. Dieses Karamellbonbon kommt hier bei mir sehr schön. Malzige Süße, schönes Malz, angenehm. Ja, gefällt mir sehr gut. Mittellanger Abgang. Und der bekommt von mir, der ist wirklich gut, 5 bis 6 Jahre und der bekommt von mir eine stolze 2. Schon ein sehr guter Whisky. Ich hoffe, sie produzieren mal ältere. Muss ich mal nachfragen, ob sie da schon was, ein paar Fässer haben. Für ältere. Würde mich wirklich interessieren. Wäre spannend, sowas mal mit 10 Jahren zu probieren. Wenn er schon mit 5, 6 Jahren sehr auch so schön ist. Schöne Weinaromen. Also die Fässer würden es zulassen. Bitte, bitte, bitte. Bringt mal einen 10-Jährigen raus. Der ist wirklich lecker. Wie gesagt, jeder Whisky-Fan, was einmal auf Wien zum Besuch kommt, unteres Belvedere, Eingang Rennweg, daneben ist das Salmbräu, da könnt ihr super essen, tolle Biere und einen sehr schönen Whisky probieren. Bis zum nächsten Mal, euer Whisky-Nerd. Ciao!